aus. Die Vermissten von Drumlins, ein Artikel über seltsame Vorkommende im Haus Bester Drumlins. Es ist nicht so anstrengend wie Dingens. Suffer the Night, aber ich weiß nicht, ob es so abendfüllend ist. Ne? Diese Website über urbane Legenden sind immer höchst unglaubwürdig, aber sie haben mir auch den ein oder anderen guten Hinweis verschafft. Ich schätze, wenn man tatsächlich etwas Bizarres oder Unwahrscheinliches entdeckt hat, teilt man es wohl lieber mit Leuten, die einen Glauben schenken. Wie gehen 12 Leute einfach so verloren? Das wissen wir gleich. Im Ernst, du wärst überrascht, wenn du wüsstest, wie viele Leute einfach so unerkannt verschwinden. Aber mir scheint, unser Lawrence hat ein Auge für solche Sachen. Jedenfalls wird uns dabei helfen, Lawrence Gedankengänge zu nachvollziehen. Er ist also klein, keiner von der konventionellen Sorte. Das könnte die Sache schwieriger machen. So, Galerie. Da waren wir ja schon. Oh. Da waren wir ja schon. Mach's gut. Achso. Telefon. Mohammed Rashid. Carol. Aha. Sollen wir alle durchgehen, weil ich wahrscheinlich nicht bin. Ah, Lawrence, das war ich ja. Der hat angerufen und sie hat angerufen, okay. Geht wahrscheinlich nicht, aber was soll ich sonst machen? Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle durchgehen. Das wird eigentlich immer zum gleichen Ergebnis führen. Aber warte mal. Vielleicht findest du einen Hinweis in Lawrence Chatverlauf. Aber ich kann hier. Irgendwas? Gehen alle nochmal hoch und runter. Nein. Doch die gleiche, ja. Oh Gott, es tut mir so leid. Ja, Moos, Entschuldigung, entschuldigt sich für seinen Ausbruch. Ja, und jetzt? Letzter Hinweis. Okay, jetzt müsste es weitergehen. Das erklärt die Liebe von Hendrix. Das fällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Stimmt, was ein schlimmes vorgefallen. Ich schätze, Ned hat wohl für Lawrence irgendeine Bedeutung. So viel davon, dass er alles für sie liegen und stehen lassen würde. Könnte vielleicht losgezogen sein, um sie zu suchen. Wieso bist du sicher, dass etwas Schlimmes passiert ist? Immerhin hat er Freunde, auf die er sich verlassen konnte. Wieso was Schlimmes? Genau.
Wir sind auf der richtigen Fährte, okay. Was hältst du von der ganzen Sache? Vielleicht hat er das ganze Stadtleben satt. Du meinst, er hat sich einfach verzogen? Wenn man sich ein bisheriges Leben so anschaut, scheint er mir nicht der Typ zu sein, der sowas das tut. Mir scheint ein ganz normaler Mensch zu sein. Abhängig davon, dass er so Menschen, dass er so etwas wie einen normalen Menschen nicht gibt. Aber was fällt uns an Lawrence auf? Er interessiert sich für die örtliche Folklore. Er hat eine Party, es gab vorhin mit einer Frau, die ihm nahe stand, und eine Spur zu diesem Doktor, nach dem du suchst. Er ist offensichtlich an Thales interessiert, an der Thales bitte. Das bedeutet auch, dass er über den Doktor Bescheid weiß oder den Doktor persönlich kennt. Das könnte nützlich sein. Ja. Gut. Klingt vielversprechend. Thales haben wir schon erklärt. Jedenfalls ist dieser große blaue Box ein Zeichen dafür, dass wir auf der richtigen Spur sind. Aber ich denke, wir sollten uns Lawrence Privatleben noch ein wenig genauer ansehen. Diese Frau, die seinen Freund erwähnte, ich glaube, das sollten wir uns näher ansehen. Denkst du, dass ihr was zugestoßen ist? Bin nicht 100% sicher, ehrlich gesagt. Ich habe auch gerade gemerkt, dass Lawrence nicht versucht hat, sein Telefon wiederzufinden. Das kommt mir etwas seltsam vor. Warum reden die nicht über den Anruf, den ich gerade hatte? Woher weißt du das? Ich habe es 54 Mal überprüft und hat sein Telefon weder angerufen, noch hat er ihm eine Nachricht geschickt und hat keine der typischen Telefonwiederfindehandlung vorgenommen, die man normalerweise erwarten könnte. Etwas anderes könnte ihn davon abgehängt haben, vielleicht sucht er jetzt gerade danach, aber er hat versucht, sein Telefon anzurufen. Dann doch. Egal, was hat er gesagt, wo ist er? Ich weiß nicht, daraus Rauschen war zu... Ich weiß nicht, das Rauschen war zu stark. Ja, das nehmen wir doch. Das andere ist zu weit hergeholt. Ich werde sehen, was ich tun kann, falls er tatsächlich versucht durchzukommen. Vielleicht war die Verbindung schlecht oder auch immer, es muss ernst gewesen sein. Vielleicht hat es was mit dem Doktor zu tun. Möglich? Weißt du, ich hatte nicht erwartet, dass irgendetwas dabei rauskommt, wenn wir auf Lawrence Telefon herumtippen. Ich habe ein paar seltsame Filmaufnahmen des Doktors gefunden, versteckt in einigen DVDs. Darunter auch eine besonders seltene DVD, die ich zu einem Laden in der Nähe zurückverfolgen konnte. Lawrence war nur einer der Angestellten dieses Ladens, die ich angezapft habe. Was für eine Art Aufnahme? Sehen wir sie jetzt wieder? Kam mir vor wie eine zerstückelte Nachricht. Etwas darüber, dass es einen töten könnte, wenn man blinzelt. Wie dem auch sein. Gute Theorien, aber ich glaube, es steckt mehr hinter all dem. Wir sollten herausfinden, ob Lawrence letzte Woche noch irgendetwas anderes Ungewöhnliches passiert ist. Wo soll ich beginnen? Ich habe dir von dir gescannten Daten verwendet, weitere Daten wiederherzustellen. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr Hinweise. Oh, ist das anstrengend. Was haben wir hier Neues? Beschädigtes Foto, eine beschädigte Datenfragment aus einem Foto von Lawrence und Natascha. Puh. Aha, Fortschritt. Fabelhaft, welche Art von Fortschritt? Die Objekte sind eher wie Fragmente. Die beiden, die du gescannt hast, passen zusammen. Aber was bedeutet das für uns?
Schwer zu sagen. Wir wissen immer noch nicht, wie das mit all den anderen Daten auf dem Telefon zusammenpasst. Aber ich vermute, dass alle Fragmente so zueinander passen, wie dieses hier tun. Was? Falsch übersetzt. Wie es diese hier tun, doch richtig, ja? Wir werden ein besseres Bild bekommen, wenn wir alle Teile gefunden haben. Also weitermachen und weiter scannen. Da haben wir doch alles schon. Nichts Neues. Hä? Oh. Du wirst es wieder. Ah, hier. Hey Sally. I know it's been a while, but this is urgent. Nat's missing. It's like she just up and disappeared. Yeah. It's them, Sal. I know it. They did this. I was. Sorry. What was I thinking? It's just. You're the only one that gets it. Mhm. Ja, und alle, die Folge gesehen escape. Haben. Das ist Drumlands, genau. Das Gelände. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst, aber die wiederholte Erwähnung dieses Ortes lässt bei mir zusehends die Alarmglocken läuten. Ja, die Leute, die die Folge gesehen haben, um die es hier geht, die wissen auch, was gemeint ist. Aber es ist für alle anderen sehr, sehr tröge, oder? In Lawrence Fell ist sogar mehr als das passiert. Das kann ja kein Zufall sein. Genau. Ja, das ist unüblich in dieser Branche. Aber das ist gut. Gemeinsamkeiten können einen Muster offenbaren. Und dieser Ort? Offenbar hat es für Sam. Shark 1747. Shark 1747. 1747. Shark 1747. Seltsam. Wieso? Hi. Wer war es? Dankeschön. Dankeschön. Ja, das könnte wichtig sein. Ich kann dazu schwer etwas sagen, wenn ich es mir nicht sehr. Aber es sah so, mir ganz so aus, als hätte jemand ein Telefonsignal gekapert. Mhm. Könnten die beschädigten Daten dafür verantwortlich sein? Denke ich auch. Möglich. Das passt nicht zu den Schäden. Sieh dir die Anrufliste an und versuch die Nummer rauszufinden. Ich werde die halt später ansehen. Shark 1747. Shark 1747. Unbekannte Nummer. Null eins null null eins null 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 eins 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 null. Ja. Gut. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht Dings rechnen. Haben wir jetzt? Ich habe meinen Wecker nicht gehört. Warum hast du mich geweckt? Weil ich geschafft habe, freizugeben. Du bist krank, nicht? Du musst dich ausruhen. Hm? Die Notizen sind ja recht umfangreich. Außerdem ist ja noch Oscar hier und mit selber wie immer vertrau mir. Und wenn Oscar dort ist, fühle ich mich ein wenig besser. Larry und Oscar, natürlich du auch, Liebling. Bleib ich halt zu Hause. Lass mich wissen. Schon gut, ja? Ja, genau. Ups. Maus. Ja, ich bin gerade beim besten Teil. Das Trend der. Nein. Ein Klassiker. Aha. Da, ich lese das jetzt nicht alles vor.
Matt, wo bist du? Okay, da ist er auch wieder weg, aber nichts Neues. Mr. Flint. Was ist der? Ich versichere Ihnen, ich bin nicht hier, um etwas zu verkaufen. Mein Name ist Lawrence Nightingale. Ich wohne in der Nähe des neuen Anwesens. Ein freundlicher Nachbar, nicht wahr? Vergeben Sie mir, wo sind meine Manieren? Was kann ich für Sie tun? Schon in Ordnung. Soll ich einfach Flint sagen oder Mr. Flint? Gut, es gibt eine Bedenken, was Ihr neues Haus betrifft. Was immer den Makler Ihnen erzählt, dass es nicht wahr ist, ist dort nicht sicher. Gehen Sie nicht in dieses Haus. Nennen Sie meinen Cousin Lügner? Verzeihung, mein Cousin hat das Haus verkauft. Mein Cousin ist ein Immobilienmakler. Lügner, habe ich nicht sagen wollen. Ja. Okay. Ja. Das hatten wir. Das da ist neu. Ja, Larry. Das. Immer durch. Nichts. Aber ist noch neu. E-Mail. Ah ja. Jemand hat einen Bericht kommentiert. Bitte klicke auf den Unterschied, um den Kommentar anzusehen. Kaputt. Da kommt, zeig her. Da ist die TARDIS. Ich habe die TARDIS gesehen. Geht jetzt nicht, ne? Jetzt haben wir Telefonstörung. Heiliger Zirkel, ein Online-Forum mit persönlichen Erlebnisberichten über bizarre Phänomene. Jetzt können wir wieder. Ja, alle. Louvre. Ja, verstecken ist nicht gut, ne? Wieso sollte Doktor in eine Van Gogh-Ausstellung gehen, wenn er ihn doch auch leibhaftig besuchen könnte? Ja, vielleicht hat er das ja getan. Falls man mit Doctor Who anfangen will, ist Blink die Folge, um die es hier die ganze Zeit geht. Und auch Vince und der Doktor, die Van Gogh-Folge, absolut gut. Aber die wichtigste Folge ist eigentlich tatsächlich die erste Folge Staffel 5 der neuen Doctor Who-Sachen. Ja. Die erste des 11. Doktors. Die ist für mich die beste Einstiegsfolge überhaupt. Was für eine Art Alien ist der Doktor denn? Ah ja. Time Lord von Gallifrey. Gut, das habe ich ja schon gesagt. Gallifrey klingt erfunden. Was hast du da ausgedacht? Gott Hilfe, also das, wenn da die Augen trocken bleiben, alter Schwede. Nun, wenn du einem Alien erzählen müsstest, dass dein Heimatplanet nach einer braunfeuchten